Dann habe ich wieder gehört, wie Chibiusa mit jemandem geredet hat. Und ich kann euch sagen, das Ganze ist ziemlich geheimnisvoll. Sie hat behauptet, sie hätte mit Mamoku telefoniert. Aber ich kann euch schwören, da ist irgendwas oberfaul. Warum? Glaubst du, sie hat in Wirklichkeit mit jemand anderem gesprochen? Klar, du kannst mir glauben, sowas habe ich im Blut. Tja, was soll's? Chibiusa ist eben kein Kind mehr. Hä? Was heißt das? Das ist doch wohl klar. Kapierst du eigentlich gar nichts, Bunny? Ihr wisst etwas darüber. Los, raus mit der Sprache. Erklärt's ihr. Schicksal. Makoto, wenn, dann musst du es Bunny schon richtig erklären. Was ist es? Liebe? 100 Punkte. Du bist echt super, Bunny. Chibiusa hat einen Freund. Was? Einen Freund? Wenn das stimmt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum sie das für Bunny geheim halten will. Amy, das macht man eben so bei seiner ersten Liebe. Erste Liebe? Klingt romantisch. Ja, das Schicksal schlägt eben irgendwann zu. Sag mal, was hast du nur immer mit dem Schicksal? Ist ja auch egal. Wir sollten das Geheimnis aus ihr herauskitzeln. Außerdem sollten wir, die wir schon eine Menge Erfahrung haben, Chibiusa mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unsere kleine Chibiusa hat schon einen Freund? Oh. Und sie hat mir nicht gesagt, wie er aussieht. Ob er wohl sehr attraktiv ist? Hier. Vielen Dank. Also, was wollt ihr? Ach, weißt du, es ist eigentlich überhaupt nichts Wichtiges, Chibiusa. Wir haben uns nur gedacht, wir könnten uns mal mit dir treffen und sehen, wie es dir so geht. Aber wir treffen uns doch jeden Tag, Makoto. Komisch. Sag, Chibiusa, gibt es vielleicht etwas, wobei du unseren Rat gebrauchen könntest? Hm? Zum Beispiel... Vielleicht ein Freund? Sag mal, musst du eigentlich immer so direkt sein? Warum denn um den Brei rumreden? Was wollt ihr denn jetzt von mir hören? Hast du vielleicht Probleme mit ihm? Probleme? Ja. Nein, keine. Sag. Nur dass... Ja? Nur dass ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Das hört sich aber ernst an. Da kann ich dir bestimmt helfen. Ich backe dir Plätzchen, mit denen du ihm deine Liebe beweisen kannst. Und ich schreibe dir den allertollsten Liebesbrief für ihn. Sei nicht so schüchtern, Chibiusa. Eben. Du kannst stolz auf dich sein. Du bist hübsch und intelligent und wirst nach ihm noch viele andere Freunde haben. Diese Bemerkung war höchst überflüssig, Makoto. Warum? Das ist doch ganz normal. Nichts ist normal. Es geht doch jedem so, oder? Oh. Deswegen muss es Chibiusa nicht aufgehen. Wir haben anscheinend ein Problem. Das kann doch sein. Du bist heute unser Gast. Du kannst so viel essen, wie du willst, Chibiusa. Ja, nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich bist du für uns doch so etwas wie eine Schwester. Und wenn du Probleme hast, sag es einfach. Wir helfen dir sehr gern. Was für Probleme? Naja, vielleicht. Es könnte doch sein, dass du immer nur an einen Menschen denken musst. Gibt es einen, den du gern hast? Erzähl schon. Wie ist er? Wie soll ich das sagen? Es ist nämlich ziemlich schwierig, wisst ihr? Kannst du es nicht sagen? Vorsicht! Es ist gefährlich, mit zwei Jungs gleichzeitig zu gehen. Kann es sein, dass wir denjenigen vielleicht schon kennen? Ja, klar. Er ist ganz weiß. Er ist was? Ganz weiß? Erzähl schon, wie sieht sein Gesicht aus? Sein Gesicht ist ganz lang. Ein langes Gesicht? Amy, sag mal, ist er das, was wir immer als sein Affengesicht bezeichnen? Nein, nein. Sein Gesicht ist lang. Das ist eher wie ein... Was? Nein, das kann ich nicht sagen. Er ist so hässlich, dass man es nicht beschreiben kann? Oh nein, das hast du völlig falsch verstanden. Spann mich nicht auf die Folter. Je. Du, Mamoru? Hm? Dieses Restaurant sieht aber ziemlich teuer aus. Keine Angst, Prinzessin. Bestell dir einfach, was dir schmeckt. Wirklich? Mhm. Das nenne ich Glück, mit Mamoru in so einem Lokal essen zu dürfen. Bei Mamoru ist sie sicher nicht so schüchtern. Ihm erzählt sie bestimmt die ganze Wahrheit. Es ist trotzdem nicht leicht für ihn. Mädchen sind nämlich ungeheuer empfindlich. Besonders, wenn sie zwei Freunde auf einmal haben. Sie ist zu beneiden. Noch nicht einmal ich durfte bis jetzt mit Mamoru in ein so vornehmes Restaurant zum Essen gehen.
Kein Wunder, ihren Appetit kann keiner bezahlen. Verzeihung, die Damen. Dürfte ich Ihre Bestellung aufnehmen? Nein, sie sind zu teuer! Ich hätte gern ein Glas Apfelsaft, bitte. Das geht so nicht. Wir sind viel zu weit weg. Da können wir doch kein einziges Wort verstehen. Wir müssen uns ranschleichen. Ich bleib hier und warte auf meinen Apfelsaft. Weißt du, lange wirst du dich nicht mehr darüber freuen, mit mir zum Essen zu gehen. Mit dir würde ich am liebsten mein ganzes Leben lang essen. Danke. Aber wenn du mal einen Freund hast, dann musst du es mir sagen und ihn mir vorstellen. Also ganz ehrlich gesagt, ich hab schon einen. Ach, wirklich? Erzähl! Das ist irgendwie unglaublich kompliziert. Kompliziert? Warum denn? Mamoru? Was ist? Warum habe ich so ein dumpfes Gefühl, dass uns jemand belauscht? Sei ehrlich, steckst du mit den anderen unter einer Decke? Mademoiselle? Nein, danke. Jetzt brauche ich einen Tee mit Rum.